Über 300 Ideen und Innovationen pro Jahr nimmt der Next Incubator unter die Lupe. Er wurde 2017 von der Energie Steiermark ins Leben gerufen und feiert heuer sein 7-jähriges Bestehen. Wir blicken heute gemeinsam mit Martin Graf, Vorstand der Energie Steiermark, hinter die Kulissen des Next Incubator und ziehen anlässlich des Jubiläums eine Bilanz. Freut mich, dass Sie zu Gast sind. Ja, danke und freue mich auf den Diskurs heute. Ja, schon 7 Jahre am Markt, vertreten mit dem Next Incubator, quasi Pioniere, kann man so sagen. Jetzt mal vielleicht für die Personen, die den Next Incubator jetzt noch nicht kennen, was zeichnet diesen Incubator aus? Ich glaube, was uns auszeichnet, ist erstens unsere Fachkompetenz, die Nähe zu den Menschen, zu den unterschiedlichen Organisationen, zu Startups und dass wir ganz einen klaren Fokus haben. Nämlich dieser Fokus liegt auf einer ökologischen Nachhaltigkeit. Und das ist nicht nur unser Logo, das das repräsentiert, das ist nicht nur unsere Vision, das ist unser Mindset. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Seit 7 Jahren sind wir aktiv in diesem Bereich, in der Energiewirtschaft, sicher einer der ersten, die mit solchen innovativen Zugängen sich auseinandergesetzt haben. Wir haben sehr viele internationale Partnerschaften eingegangen und das ist das Erfolgsrezept, das wir in der Energie Steiermark hier aufgebaut haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass sich das so entwickelt hat. Ich glaube, wir sehen, dass das Unternehmen, der Next Incubator, halt auch seine eigene Dynamik bekommen hat. Und das bringt uns neue Ideen, neue Zugänge, neue Partner. Und das braucht ein Unternehmen, wie es wir sind, die als Energie Steiermark mehr als 100 Jahre bereits am Markt unterwegs sind. Neue Ideen und Zugänge, Partner, Sie erwähnen es. Mhm. Wer kann jetzt so bei diesem Next Incubator mitmachen? Wer ist die Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind neben Startups alle Organisationen, Einzelpersonen, jene, die einen Beitrag leisten wollen, um die Welt ökologischer, nachhaltiger zu machen und die uns mit Ideen versorgen, die gemeinsam mit uns Ideen entwickeln, um einerseits in Pilotprojekten, andererseits in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten einen Beitrag leisten. Wir wollen diese Projekte ja dann in unser angestammtes Geschäft übertragen. Wir haben einen Slogan, wir sind Team Grüne Welt. Das ist nicht nur ein Slogan, sondern wir wollen die Energieversorgung ökologischer, nachhaltiger, CO2-frei gestalten. Und da braucht es sehr, sehr viel dazu. Da braucht es die Kunden, da braucht es die Customer Experience, da braucht es Erzeugung, da braucht es Speicher, da braucht es innovative Technologien. Und all das ist ein Thema, das uns beschäftigt und das wollen wir gemeinsam mit allen, die Beitrag leisten können und wollen, entwickeln, um am Ende des Tages unsere Ziele einer Ökologisierung entsprechend zu erfüllen. Wenn wir jetzt nochmal hinter die Kulissen blicken, mit welchen Formaten unterstützt er auch den Next Incubator? Sie haben es jetzt vorher angesprochen, nämlich Startups. Mhm. Da beteiligt man sich auch an Startups, aber nicht nur, oder? Also wir beteiligen uns an Startups, wir schauen uns das an, wir investieren unser Eigenkapital, wenn es notwendig ist und wenn es gewünscht ist, wenn wir sehen, dass es einen Beitrag für unser Geschäftsmodell in Summe liefert. Aber wir machen auch sehr, sehr viele Pilotprojekte und Forschungsaktivitäten. Das bringt uns einfach einen Riesenvorteil. Wenn wir mit Spin-offs von Universitäten diskutieren, wenn wir mit Forschern und Entwicklern diskutieren, wenn wir aber auch neue digitale Zugänge zu einzelnen Geschäftsmodellen und Prozessen bekommen, all das bringt uns einen massiven Vorteil. Das wollen wir in unser Kerngeschäft übertragen, um am Ende des Tages nur ein besseres Energieunternehmen sein, wie wir bisher schon sind. Mhm. Über 300 Ideen werden da auch gescoutet, unter die Lupe genommen. Ich habe es eingangs erwähnt. Das soll natürlich dann auch ins Kerngeschäft irgendwann mal überführt werden, aber nicht nur. Welche Bilanz ziehen Sie jetzt nach 7 Jahren? Also ich glaube, man sieht, dass sie in diesen 7 Jahren sehr, sehr viel entwickelt hat. Der Startup-Markt hat sich völlig verändert in diesen 7 Jahren. Und diese Entwicklungen haben wir mitgetragen und die haben wir mitgestaltet. Wir haben die Kanäle geöffnet. Wir sind wahrscheinlich viel, viel offener wie noch vor 7 Jahren für neue Ansätze. Und ich glaube, und das wird die Herausforderung immer bleiben, wie schaffen wir es von diesen Projekten, von Pilotprojekten, von POCs, das in unser Kerngeschäft zu übertragen. Das ist immer eine Herausforderung. Da ist das Team vom Next Incubator ein guter Partner, nämlich
der Vermittler auf der einen Seite der Ideen, der Startups, der Projekte zu sein und auf der anderen Seite die Bedarfe abzudecken, die in einem angestammten Geschäft entsprechend anfallen. Das ist ein wichtiger Prozess, das läuft eigentlich ganz gut und 7 Jahre zeigt ja auch, dass wir 7 Jahre dran geblieben sind. Mhm. 7 Jahre investiert haben in diese Innovationen, 7 Jahre gesagt haben, wir wollen den Next Incubator weiterentwickeln. Andere Unternehmen sind da gekommen und gegangen. Wir sind da als Energieunternehmen immer sehr, sehr langfristig unterwegs. Das heißt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir wollen den Next Incubator auch irgendwann zum 10., zum 15., zum 20. Geburtstag hinbringen. Und dazwischen wird es viel Veränderung geben. Und für die sind wir sehr, sehr offen. Und das Team arbeitet da sehr, sehr gut. Genau dafür, dass wir als Energie Steiermark am Ende des Tages besser werden. Sie haben jetzt eben das Team angesprochen, das da auch arbeitet, um zu diesen Innovationen und Ideen zu kommen, diese auch zu scouten. Wie funktioniert das konkret? Ist man da quasi Fokus auf Österreich oder schaut man sich da auch über den Tellerrand hinaus? Also wir sind ja als Unternehmen in Mitteleuropa aktiv und nicht nur auf die Steiermark und Österreich fokussiert. Wir sind einer der größten Wärmeversorger der Slowakei beispielsweise. Mhm. Das heißt, wir fokussieren nicht auf eine Region im engeren Sinn. Wir wollen die besten Ideen, die es gibt, bekommen. Und wir haben internationale, weltweite Kooperationen. Das heißt, wir sind ganz offen für viele Themen. Wir haben Kooperationen mit amerikanischen Unternehmen, mit australischen Unternehmen, aber auch mit steirischen Unternehmen. Das heißt, wir haben die Bandbreite, sagen wir mal, von Chicago bis nach Weiz abgedeckt. Und ich glaube, auf dieser Welt gibt es sehr, sehr viele kluge Köpfe. Es gibt viele Ideen und es braucht dann immer auch den Transformer, nämlich jenen, der diese Ideen so transformiert, dass es ein Unternehmen, wie es wir sind, mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Unternehmen bringt, dort entsprechend Produkte, Dienstleistungen sich weiterentwickeln können oder Prozesse vereinfacht werden. Das heißt, am Ende des Tages braucht das alles einen Mehrwert für die angestammte Organisation. Das gewährleisten wir mit dem Next Incubator und daher gibt es eine sehr positive Erfolgsbilanz nach 7 Jahren in diesem Geschäft. Wir wollen uns heute natürlich auch konkrete Innovationsprojekte anschauen. Sie sind ja nicht nur im Startup-Bereich, sondern auch im F&E-Bereich sehr aktiv mit dem Next Incubator. Mhm. Haben Sie da ein Beispiel, wo Sie sagen können, okay, das ist wirklich so ein Best-Practice-Beispiel, was wir in der Vergangenheit auch entwickelt haben, wo wir auch Innovation voranbringen? Absolut. Also es gibt ein Projekt, das heißt Car2Flex, wo wir die Flexibilitäten, die Elektroautos mit sich bringen, nämlich die Speicherkapazitäten, aber auch die Lademöglichkeiten entsprechend nutzen wollen. Und da geht es ums bidirektionale Laden und Entladen. Das heißt, das Thema Speicherung wird und Flexibilitäten wird in einem volatilen Energiemarkt immer an Bedeutung gewinnen. Das wird zunehmen. Mit jeder Photovoltaikanlage, mit jedem Windrad brauchen wir mehr Flexibilitäten auch für die Sicherheit und für die Stabilität des Netzes. Und da braucht es auch neue Zugänge. Da wird es nicht nur die alten Gasspeicher brauchen, die man vielleicht in Zukunft mit Wasserstoff und mit grünen Gasen befüllt. Da wird es nicht nur Pumpspeicherkraftwerke geben im großen Stil, sondern es braucht einen Schwarm, die Schwarmintelligenz der vielen Elektroautos, die es in der Zukunft noch mehr wie heute geben wird. Und diese Flexibilität der Elektroautos für das Be- und Entladen, das wollen wir nutzbar machen. Nutzbar machen, um die Stabilität des Netzes zu gewährleisten, dass so viel Sonnenstrom wie möglich auch in die Mobilität hineinkommt. Das heißt, eine Optimierung des Gesamtsystems herbeizuführen. Das wird ein Forschungsprojekt, das begleitet wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wesentlicher Punkt. Wir werden viele neue Technologien in unseren Netzen sehen. Die Elektroautos sind eine. Wärmepumpen, Photovoltaik, Speicher, stationäre Speicher. All das wird deutlich an Bedeutung noch zunehmen und auch in ihrer Anzahl zunehmen. Und daher ist genau diese Vernetzung bei Car2Flex so ein wichtiger Aspekt, dass man gebündelt das Know-how hat, wie wir die Infrastruktur einerseits und auf der anderen Seite auch dann diese Projekte mit den Autos entsprechend umsetzen und berücksichtigen können. Und eben die Netze gesamtheitlich denken und intelligent auch machen. Ne? Genau. Das Thema ist natürlich, Energienetze sind entstanden in den letzten 50, 70 Jahren. Da gibt es in manchen Bereichen einen hohen Grad an Digitalisierung und in manchen Bereichen deutlich weniger. Wir sind sehr, sehr aktiv beim Ausrollen unserer Smart Meter, wo wir
praktisch das erste Mal in einem Niederspannungsbereich, in einem Haushaltsbereich erfahren, wie genau der Verbrauch ist, wie sich das entwickelt. Und nur das ist die Grundlage dafür, dass wir dann auch mit Elektroautos, mit Ladeinfrastruktur noch mehr optimieren können. Und jeder Speicher in einem Elektroauto kann natürlich auch den Sonnenstrom vielleicht besser aufnehmen, wenn wir gesteuertes Laden haben, gesteuertes Entladen haben. Das heißt, wir bringen mehr Flexibilität in die Netze und diese Flexibilität braucht es für die Versorgungssicherheit der Zukunft. Mhm. K2Flex ist ja quasi im F&E-Bereich ein Beispiel, wo Sie auch aktiv sind und Innovationen voranbringen. Wir wollen natürlich auch über das Thema Startups heute sprechen. 7 Jahre, haben Sie da auch ein Beispiel einer Kooperation, die da auch wegweisend ist? Ja, wir haben sehr, sehr lange danach gesucht und haben mit Natural Energy eine Lösung gefunden, wie man mit kleinen Bächen und kleinen Fallhöhen und niedriger Wasserführung oder wenig Wasserführung auch diese Energie nutzbar machen. Und das sind ganz kleine Anwendungen. Das sind Fischaufstiege bei Kraftwerken, die wir optimaler nutzen können. Und somit gelingt es uns, die Ökologisierung, die Vereinbarkeit der Energieerzeugung mit der Natur ein Stück weit besser zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Jeder spricht über die Energiewende. Ich sage immer, Energiewende wird sichtbar sein, sie kostet, aber sie ist alternativlos. Wir wollen ja weg von fossiler Energie. Und daher müssen wir alles Nutzbare auch entsprechend angehen, versuchen, aus diesen Möglichkeiten Energie zu schaffen. Fischaufstiegshilfen sind notwendig, sind wichtig, um einen durchgängigen Wanderweg für die Fische zu ermöglichen. Und wenn man das noch energetisch auch nutzen kann, ist es eine Win-Win-Situation. Ich glaube, genau solche Start-up braucht es, damit man mit Technologien noch optimierter bestehende Kraftwerke ausstatten kann oder kleine Kraftwerke neu entsprechend konzipieren kann, damit wir am Ende des Tages fossile Energie aus Kohle und Gas zurückdrängen und mit erneuerbarer Energie, in dem Fall halt aus Wasserkraft, entsprechend kompensieren können. Wir werden ein Energiesystem sehen in der Zukunft, wo wir zwar weniger Energie verbrauchen werden, das ist gut so, aber wir werden deutlich mehr an Strom verbrauchen. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wo dieser Strom herkommt. Und als Österreicher ist ganz klar, wir sind gegen Nuklear, wir wollen auch keine Kohle, wir wollen weniger Gas haben. Das heißt, wir brauchen mehr an erneuerbarer Energie. Und Natural Energy hilft uns mit diesen Fischaufstiegshilfen und der energetischen Nutzung, da einen Beitrag zu leisten, mehr Kilowattstunden herauszubringen, dass man entweder mit einem Elektroauto fahren kann oder dass man andere Anwendungen mit Strom entsprechend durchführen kann, wo man vielleicht heute Heizöl oder Gas eingesetzt hat. Sie haben jetzt die Energie- und Verkehrswende angesprochen. Es ist bekanntlich, dafür braucht es natürlich auch die Talente. Und auch Personen, die sich quasi auch mit diesen Zukunftstechnologien auseinandersetzen. Inwieweit spielt es auch beim Next Incubator diese Weiterbildung von Talenten im Sustainability-Bereich eine Rolle? Ja, das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, weil nur wenn es entsprechendes Wissen, Kompetenz, aber auch Commitment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Thema Nachhaltigkeit, Sustainability gibt, naja, dann gelingt es fürs Unternehmen. Wir sind auf der einen Seite regulatorisch gefordert, hier sehr viele Berichte zu machen, ob die dazu beitragen, das Verständnis zu verbessern für Unternehmen oder für die Mitarbeiter, lasse ich mal dahingestellt. Für uns ist wichtig, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in einer ganz klar dezidierten Klimastrategie 2040 haben, wo wir ein Unternehmen haben wollen, das kein CO2 mehr ausstoßt. Das ist eine Herausforderung und dafür wird es notwendig sein, dass wir manche Jobs reduzieren und manche Jobs werden aufgebaut werden. Und wir müssen schauen, dass das Know-how, die Kompetenz in alle Bereiche hineingeht. Das beginnt bei unserer Lehrwerkstätte. Wir haben einen Campus errichtet, wir sagen immer den E-Campus dazu, wo wir um 40% mehr Lehrlinge ausbilden wie in der Vergangenheit. Wir bilden sie zu Green Energy Profis der Zukunft aus. Und die müssen nicht nur was installieren können, die müssen nicht nur was aufbauen können, die müssen nicht nur ein Netz betreiben können, sondern die müssen sich auch damit auseinandersetzen können, wie sich denn das Thema Nachhaltigkeit in unserem Geschäftsmodell, in unserem Unternehmen, in deren Job tagtäglich widerspiegelt. Und das beginnt vom Elektroauto zu fahren, die wir haben, bis hin zur Anwendung zu Hause. Und diese Kompetenzen, die vermitteln wir durch den Next Incubator auch intern an unsere Mitarbeiter,
Das geht in unsere Schulungsmodelle entsprechend ein und das ist ein ganz wesentliches Thema. Die Energiewende, die schaffen wir nur, wenn wir ein gesellschaftspolitisches Commitment haben, eine Akzeptanz haben, dass wir das gemeinsam erreichen wollen. Und da müssen wir als Energieunternehmen, als klassisches, traditionelles, altes Energieunternehmen in Wahrheit vorausgehen. Wir sind auf einmal Umweltschützer der ersten Stunde, wir sind der Innovator und wir werden mit dem Next Incubator dazu beitragen, dass wir nicht nur die Projekte realisieren, sondern dass wir ein Commitment abgeben. Und dieses Commitment müssen jeder und jeder in unserem Unternehmen abgeben. Und dafür braucht es das Wissen, die Kompetenz und auch die Ausbildung dazu. Also ein klares Commitment für Innovation und natürlich auch die Ausbildung. Vielleicht jetzt abschließend noch, was bietet der Next Incubator auch in diesem Jahr noch für Startups? Also wir sind jetzt gerade dabei, auch einen Startup-Call wieder durchzuführen. Es geht ums Trading zwischen den Kunden, also Peer-to-Peer-Trading. Wir werden das für alle Plattformen offen machen und wir versprechen uns sehr viel. Wir sehen, dass die Akzeptanz sehr hoch ist, dass man seinen eigenen Beitrag leistet, seine eigene Energie auch einem zweiten, einem dritten zur Verfügung stellt. Da gibt es unterschiedliche Modelle, da gibt es unterschiedliche Ideen. Wir wollen die Besten dazu einladen, sich bei uns zu bewerben. Und dieser Call wird in Kürze entsprechend veröffentlicht werden. Ich freue mich drauf, weil neue Ideen bringen immer wieder einen neuen Schwung in unser Unternehmen. Und am Ende des Tages wollen wir ja jede ökologisch produzierte Kilowattstunde auch nutzbar machen. Daher ist das für uns ein ganz wichtiges Thema. Trading von erneuerbarer Energie zwischen den unterschiedlichsten Kundengruppen, zwischen Personen, Unternehmen, Organisationen. Und darum wird sich der nächste Startup-Call entsprechend drehen. Ich nehme mit, den Need nach Innovation, der ist gegeben. Und die Energie Steiermark sucht mit dem Next Incubator natürlich auch 2024 wieder Innovationen, die die Energiewende voranbringen. Herr Graf, danke vielmals, dass Sie zu Gast waren bei uns. Vielleicht blicken wir dann auch in den nächsten 5 Jahren auch wieder zurück und ziehen Bilanz hier im Studio, welche Innovationen Sie auch weiterentwickelt haben. Danke vielmals. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Natürlich verlinken wir alle Informationen auch zu dem genannten Call in die Shownotes. Seid das nächste Mal wieder mit dabei beim Brutkasten-Talk. Tschüss und Baba. Thank you.